Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist zu einem neuen Video von mir. Diesmal zum Lesemonat Februar. Ich zeige dir alle Bücher, die mich im letzten Monat begleitet haben und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuschauen. Mich haben im Februar 7 Bücher begleitet, ein Buch habe ich abgebrochen und bei einem bin ich erst bei einem Viertel. Ich zeige dir jetzt einfach mal, welche 7 Bücher das sind und beginne mal mit dem, was ich abgebrochen habe, nämlich mit dem Distelfink von Donna Tartt. Ich habe das in einem Leselisten-Video für den März schon mal gezeigt, weil ich in diesem Format dann auch immer die Bücher zeige, die ich dann bisher in dem Monat gelesen habe und habe tatsächlich sehr viele Kommentare bekommen, die so meine Meinung zu diesem Buch bestätigt haben, aber auch einige, die meinten, dass sie das Buch wirklich sehr, sehr gut fanden. Und das liebe ich halt auch an diesem ganzen Bücheruniversum, dass Geschmäcker einfach verschieden sind. Und im Distelfink geht es um Theo. Theo ist 13 Jahre alt und verliert seine Mutter bei einem wirklich tragischen Unglück, wo er sogar auch dabei ist. Und von dem Moment an geht sein Leben eigentlich gefühlt nur noch bergab. Er hat ein Bild, ein Porträt, wo er eigentlich denkt, dass es ihm Kraft gibt, aber es ist die Frage, ob es ihm wirklich Kraft gibt oder ob dieses Porträt nicht wie so ein dunkler Schatten eigentlich über ihm hängt. Und man begleitet Theo hier in dieser Geschichte wirklich über mehrere Jahre. Also er ist 13, als dieses Unglück passiert und dann erfährst du als Leser oder Leserin ganz genau, wie es mit ihm weitergeht. Und ich denke, dass es ein Buch ist, was sich viel um Trauer dreht, viel darum, wie das Leben eben auch schief laufen kann. Aber ich habe einfach beim Lesen mich zum Teil gelangweilt. Es ging irgendwie so ganz langsam voran. Ich bin auch mit Theo nicht so richtig warm geworden. Also ich hatte zwar an einigen Stellen extrem Mitleid mit ihm, aber mehr Emotionen war da auch nicht. Und irgendwann dachte ich mir einfach nur so, es interessiert mich leider einfach irgendwie nicht, wie es mit ihm weitergeht. Was total schade ist, weil ich mir vorstellen kann, dass die Geschichte noch sehr viele Wendungen mit sich bringt. Ich habe mir dann auch eine Zusammenfassung der Geschichte durchgelesen, weil ich unbedingt wissen wollte, wie das alles dann endet. Das sage ich dir jetzt hier an dieser Stelle natürlich nicht, aber ich habe einfach das Gefühl, bei dem Buch nichts zu verpassen, wenn ich es nicht zu Ende lese. Vielleicht greife ich in ein paar Jahren nochmal dazu und sage dir da eine ganz andere Meinung. Es haben einige gesagt, dass sie das Buch erstmal wieder weggelegt haben und dann eben ein paar Monate später oder auch Jahre später gelesen haben und dann mehr damit anfangen konnten. Wäre natürlich schön, wir schauen mal, wie es ist, aber Stand jetzt hat mir das Buch leider überhaupt nicht zugesagt. Kommen wir jetzt zu einem Buch, was ich beendet habe und was mir auch sehr gut gefallen hat, nämlich Die Legende von Sleepy Hollow von Christina Henry. Das ist das erste Mal, dass ich von der Autorin etwas auf Deutsch gelesen habe. Die Bücher davor habe ich auf Englisch gelesen. Mir hat die Übersetzung tatsächlich sehr gut gefallen, also für alle, die sonst auch auf Englisch lesen, auch auf Deutsch ist es gut. Vielleicht sagt dir Die Legende von Sleepy Hollow auch was, vielleicht hast du den Film geschaut. Es ist ein kopfloser Reiter, der sein Unwesen treibt und Menschen ermordet. Und dann eben auch die Köpfe abschneidet und es ist alles ganz furchtbar. Die Menschen sind sehr, sehr furchtbar zugerichtet. Und in der Geschichte ist es so, dass diese Legende von diesem kopflosen Reiter schon ein paar Jahre zurückliegt. Und dann geht es um ein Kind, was, wie soll ich sagen, mit dieser Geschichte in Berührung kommt. Die Leiche eines Kindes wird gefunden und ein anderes Kind, nämlich Ben van Brunt, sagt, dass er ganz genau weiß, was es mit diesem kopflosen Reiter auf sich hat. Keiner glaubt ihm so richtig, außer sein Großvater. Und so beginnt eben die Suche nach diesem kopflosen Reiter und Ben versucht zu verstehen, warum er ganz genau weiß, was mit Sleepy Hollow und diesem kopflosen Reiter eigentlich los ist und dahinter zu kommen, was es damit auf sich hat. Ich kann dir sagen, dass direkt am Anfang der Geschichte eine Wendung stattfindet, die mich voll begeistert hat und wo ich so dachte, wow, das gibt der ganzen Geschichte jetzt irgendwie nochmal einen anderen Charakter. Das hat etwas mit Ben zu tun, mit dem 14-jährigen Kind. Und ich fand es total spannend, mehr über diese Legende zu erfahren und auch den Umgang der Menschen damit. Es ist an manchen Stellen auch ein bisschen gruselig, muss ich dir sagen. Also nicht so, dass ich dachte, oh, ich lese es nicht zu Ende, sondern einfach, dass so ein angenehmer Gruselschauer so über den Körper kam. Und es ist auch sehr spannend. Also sollten dich solche Geschichten interessieren, kann ich es dir ans Herz legen. Man muss jetzt auch nicht die anderen Bücher von Christina Henry gelesen haben, um das lesen zu können. Also es ist da relativ egal, mit welchem du anfängst. Außer du liest was von Alice, die hängt zusammen. Aber bei den anderen ist es relativ egal, womit du anfängst. Das kannst du auf jeden Fall unabhängig von den anderen lesen. Und das hat mir echt gut gefallen. Dieses süße T-Shirt hat mir übrigens eine Abonnentin selber genäht. Guck mal bitte, wie schön es ist. Das ist ein Harry Potter T-Shirt. Ich zeige dir das gleich mal auch ein bisschen von näher dran, damit du siehst, was da drauf ist. Ich halte es jetzt einfach mal so nach vorne, damit du siehst, da ist Hedwig drauf, ein Gryffindor-Wappen, ein bisschen was Sterniges. Ich finde es einfach richtig schön und finde es immer wieder sehr, sehr schön zu sehen, wie kreativ manche Leute sind. Und so selber nähen finde ich auch ziemlich cool. Also vielen, vielen Dank für dieses coole T-Shirt.
Die nächste Geschichte, die ich dir gerne zeigen möchte, ist eine Geschichte, die mich sehr, sehr positiv überrascht hat. Es ist ein Buch, was ich geliehen bekommen habe, nämlich Elefant von Martin Suter. Eine sehr gute Freundin von mir und ich gehen im Mai zu der Lesung und sie meinte, hey Lena, bis dahin lies doch am besten noch ein paar Bücher von ihm. Das ist einer ihrer liebsten Autoren und dann hat sie mir Elefant mitgebracht. Meine Lieblingstiere sind Elefanten. Es ist schon mal eine sehr gute Grundlage, um ein Buch zu lesen, in dem ein kleiner rosaner Elefant eine Hauptrolle spielt. Hier geht es nämlich um einen kleinen rosanen leuchtenden Elefanten. Jetzt denkst du dir vielleicht, okay, ist das eine Fantasy-Geschichte oder was hat es mit diesem Leuchten auf sich? Ich erzähle dir einfach mal ein bisschen was darüber. Es geht tatsächlich um diesen kleinen Elefanten, habe ich ja eben schon gesagt, der in der Höhle des Obdachlosen Schoch auftaucht. Und Schoch denkt zuerst so, ist das eine Halluzination? Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass hier so ein kleiner Mini-Elefant irgendwie in meiner Höhle steht. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Und er merkt dann aber relativ schnell, dass dieses kleine Wesen wirklich echt ist. Und merkt dann auch, dass es diesem kleinen Elefanten nicht gut geht. Und so beginnt so die Liebe zwischen Schoch und diesem kleinen Elefanten. Gleichzeitig erfährst du auch, was es mit diesem kleinen Wesen auf sich hat, wer dahinter steckt, wer ein Interesse daran hat, diesen kleinen Elefanten auch wieder zu bekommen und wer ein Interesse daran hat, den Elefanten zu schützen. Denn du kannst dir vorstellen, dass wenn es ein Tier gibt, was außergewöhnlich aussieht, ganz viele Menschen gerne ganz viel Geld damit verdienen wollen oder daran weiter forschen wollen oder einfach sehr eigennützige Gründe haben, mit diesem Tier weiter irgendwelche Versuche oder so zu starten. Und es gibt auch einen Elefantenflüsterer, sage ich mal, der heißt Kaung, der auch ein großes Interesse daran hat, dieses wunderschöne, niedliche Wesen zu schützen. Und so kommen nach und nach verschiedene Stränge dieser Geschichte zusammen. Und es ist richtig spannend, es ist auch richtig schön, es ist total niedlich zu sehen, wie dieser kleine Mini-Elefant eben die Herzen der Leute total begeistert. Und gleichzeitig ist es leider aber auch sehr realistisch zu sehen, wie machtgierig manche Menschen sind, wenn es um so ein außergewöhnliches Wesen geht. Die Geschichte ist wirklich richtig, richtig interessant, richtig spannend und ich habe auch eine ganze Menge gelernt. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich sprechen diese Cover immer überhaupt nicht an. Ich hätte mir dieses Buch vermutlich niemals näher angeschaut, wenn meine Freundin Niki es mir nicht ausgeliehen hätte. Und das finde ich total schade, weil ich echt sagen muss, ich hätte was verpasst, wenn ich diese Geschichte nicht gelesen hätte. Und für mich ist klar, dass ich von dem Autoren auch jetzt mehr lesen möchte. Kommen wir jetzt zu einem Buch, was mir als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt wurde, nämlich Bisle Spätzle Habibi von Abla Alaoui. Hier geht es um Amaya. Amaya ist 30, ihre Eltern stammen aus Marokko und sie wollen so gerne, dass Amaya endlich heiratet, eine Familie gründet. Und Amaya ist auch auf der Suche nach einem Freund, aber sie hat es nicht so eilig wie ihre Eltern. Und sie merkt einfach, dass für sie noch nicht so der Richtige dabei war. Und um ihren Eltern dann aber einen Gefallen zu tun, geht sie auf ein Date mit einem Mann namens Ismail, der auch total nett ist. Sie mag den auch, aber sie merkt so, der Funke springt irgendwie nicht über. Und es ist schon mal erstens sehr lustig, wie sie überhaupt dazu kommt, dieses Date mit Ismail zu haben, weil ihre Mutter und ihre Schwester nämlich für sie auf sowas, so einer ähnlichen Plattform wie Tinder unterwegs sind und für sie was aussuchen. Und Amaya lernt dann auch den besten Freund von Ismail kennen, nämlich Daniel. Daniel ist Atheist, Daniel ist Schwabe, also genau das, was ihre Eltern eigentlich für sie nicht wollen. Und es funkt aber. Und sie verliebt sich Hals über Kopf in Daniel. Und du kannst dir vorstellen, dass es für Amaya wirklich nicht so leicht ist, ihren Eltern das zu sagen, weil sie so Angst hat, abgelehnt zu werden. Die Geschichte ist so ein Mix aus Komödie, aber auch sehr, sehr ernsten Themen. Denn mit der Zeit erfährt man viel über Amaya, über ihre Vergangenheit und darüber, wie sie immer zwischen zwei Kulturen gefangen ist und wie sie in bestimmten Situationen einfach nicht weiß, wie sie ihren Eltern bestimmte Dinge sagen soll, ohne Angst zu haben, verstoßen zu werden. Du merkst, dass die Eltern von ihr wirklich sie über alles lieben und einfach nur das Beste für ihre Tochter wollen. Und gleichzeitig merkst du eben auch diesen Struggle von Amaya, weil sie eben so leben möchte, wie sie leben möchte, auch wenn das entgegen der Traditionen ihrer Familie sind. Und diese Geschichte mit Daniel, dass er dann auch noch Schwabe ist, die Eltern von ihm absolut am Rumschwäbeln sind, Amaya zum Teil kein Wort versteht und einfach, ja, so happy mit ihm ist, aber sich nicht traut, es ihren Eltern zu sagen. Und stattdessen, als die Eltern spontan mal vorbeikommen, sagt, ja, Ismail ist jetzt hier, guck mal, wie soll ich sagen, Ismail und Daniel sitzen halt bei ihr auf der Couch plus noch ihre beste Freundin und die Eltern sind halt mega verwirrt, sie selber ist verwirrt und Daniel denkt sich natürlich auch irgendwann, ja, bin ich ein Geheimnis oder wie sieht's jetzt hier aus? Ich kann dir sagen, ich habe bei dieser Geschichte wirklich emotional sehr, sehr viele unterschiedliche Dinge gefühlt. Also ich war
belustigt, ich habe mit Amaya mitgelitten, ich war traurig, ich war verwirrt, ich war sauer und gleichzeitig fand ich wieder ganz viele Situationen sehr, sehr lustig. Ich habe diese Geschichte wirklich sehr schnell gelesen, weil ich einfach unbedingt wissen wollte, wie es weitergeht und es hat mir wirklich gut gefallen. Solltest du also an solchen Geschichten interessiert sein, dann kann ich dir sagen, diese Geschichte könnte etwas für dich sein. Mir hat es gut gefallen. Hast du schon mal darüber nachgedacht, wie es wäre, wenn du mit der Kraft deiner bloßen Gedanken Dinge erschaffen könntest oder Dinge bewegen könntest oder vielleicht Feuer entfachen könntest? Ich habe darüber tatsächlich schon ein paar Mal nachgedacht, vor allem was wirklich Telekinese angeht. Und habe dann, als ich dieses Buch gelesen habe, Feuerkind von Stephen King, gedacht, wie glücklich ich eigentlich bin, dass ich das nicht kann. Hier geht es um die kleine Charlie. Charlie hat pyrokinetische Fähigkeiten, sprich sie kann Feuer aus dem Nichts erschaffen. Du kannst dir vorstellen, dass gerade als kleines Kind man diese Fähigkeiten aber nicht ohne weiteres unter Kontrolle hat. Heißt, wenn du kurz mal sauer bist und dann einfach Feuer entfachst und deine Eltern zum Beispiel damit in Brand steckst, dann ist das vielleicht nicht so cool und macht dir natürlich Angst. Und nicht nur dir selbst, sondern natürlich auch den Außenstehenden, den Eltern, den Menschen darüber hinaus. Und vor allem erregt das natürlich extrem viel Aufmerksamkeit, wenn ein kleines Mädchen so eine machtvolle Gabe hat. Hier ist es so, dass du am Anfang relativ schnell erfährst, dass sie eben diese Fähigkeit hat. Und vor allem erfährst du auch etwas über ihre Eltern, über ein Experiment, an dem sie teilgenommen haben und was ihre Eltern vielleicht auch für eine Gabe haben. Und vor allem geht es darum, dass Charlie und ihr Vater gejagt werden. Denn du kannst dir vorstellen, dass bestimmte Menschen in der Regierung kein Interesse daran haben, dass ein Mädchen mit solchen Fähigkeiten draußen einfach frei rumläuft, sondern an solch einem Mädchen soll geforscht werden. Es soll herausgefunden werden, wie kommt sie eigentlich zu diesen Kräften? Können wir das vielleicht für uns irgendwie nutzen? Und wenn sie Feuer einfach entstehen lassen kann, was kann sie dann vielleicht noch? Und so ist ihr Vater eben mit Charlie zusammen auf der Flucht vor diesen Menschen. Und die Frage ist, wenn sie immer darüber sprechen, dass sie diese Gabe bestenfalls nicht einsetzen soll, weil es sie erstens körperlich komplett erschöpft und zweitens es ja auch einfach gefährlich ist und Menschen töten kann, ob es aber okay ist, diese Gabe einzusetzen, wenn es um das Leben ihrer Familie geht. Und ich kann dir sagen, dass ich wirklich beim Lesen dieses Buches immer wieder dachte, dieses arme kleine Mädchen hat einfach Angst vor der eigenen Gabe, hat Angst vor dem eigenen Körper, weiß nicht, was richtig und was falsch ist, wird von so vielen Menschen so kacke behandelt. Und ich hatte einfach dauernd Mitleid mit ihr. Viel mehr will ich dir dazu eigentlich gar nicht sagen, weil es einige Wendungen gibt, mit denen ich anfangs nur so halb gerechnet habe und die vielleicht zu viel von der Geschichte vorwegnehmen würden. Soweit ich weiß, wurde diese Geschichte ja auch verfilmt. Also wahrscheinlich weißt du das viel besser als ich. Ich bin ja noch dabei, dieses King-Universum für mich zu erschließen. Ich fand, dass es jetzt für mich persönlich von den Werken, die ich von Stephen King bisher gelesen habe, jetzt nicht das Allerstärkste war, aber auch nicht das Schwächste. Also ich fand, es war so ein stabiles Mittelfeld. Ist jetzt auch nicht so dick im Gegensatz zu anderen Büchern von ihm. Kann man auf jeden Fall lesen. Und ich denke, dass es ja auch, ich gucke mal für dich nach und für mich, das kam 1980 ja das erste Mal raus. Also es ist jetzt auch schon ein paar Tage alt. Also eins vermutlich seiner früheren Werke. Aber es ist schon sehr durchdacht und sehr spannend. Also kann man schon empfehlen, aber ist jetzt nicht das allerstärkste Werk von King, finde ich. Und jetzt kommen wir zu einer Geschichte, die mich sehr positiv überrascht hat. Und zwar Farm der Tiere von George Orwell. Du siehst, ich habe mir hier einiges markiert und ich werde dir auch einiges davon vorlesen. Und ich denke, dass ich dazu auch ein eigenes BookTok-Video machen werde. Ich habe schon den Tipp bekommen, dass es auf dem YouTube-Kanal Literatur und Whisky ein sehr ausführliches Video dazu gibt. Ich habe auch schon angefangen, es zu gucken, will mir aber wirklich Zeit nehmen, weil es ein recht langes Video ist. Und es mich sehr interessiert, was alles gesagt wird, damit ich auch noch mehr Hintergrundwissen dazu habe, was ich dann auch mit dir teilen kann. Auf jeden Fall werde ich dir auch schon mal das Video verlinken. Ich hoffe, ich denke dran, aber der Tipp war wirklich Gold wert. Also vielen Dank an die Person, die das und das letzte Video geschrieben hat. In der Farm der Tiere geht es um eine Farm, auf der Tiere leben, wie der Name schon sagt. Und es geht vor allem darum, wie die Tiere beschließen, dass die Menschen der größte Feind von ihnen ist. Dass also alles, was zwei Beine hat, schlechter ist als das, was vier Beine hat. Und dass es an der Zeit ist, diese Menschen von der Farm zu verscheuchen, um eine Farm der Tiere zu haben, wo wirklich nur die Tiere zusammenleben in Peace, Love and Harmony. Zumindest ist das die Situation, wie es dargestellt wird.
Du kannst dir aber denken, dass auch unter Tieren es irgendwann so ist, manche sind vielleicht ein bisschen schlauer und machtgieriger als andere, manche sind Mitläufer, manche wollen da eher raus. Also auch da gibt es natürlich Probleme. Und die Lage spitzt sich immer und immer und immer mehr zu. Am Anfang soll für alle Tiere das gleiche Recht gelten, aber irgendwann ist das faktisch einfach nicht mehr so. Vor allem die Schweine sind die, die sagen, okay, wir sind ein bisschen klüger als die anderen, wir können uns ganz viel Wissen aneignen und ganz viele Fähigkeiten. Wir haben hier jetzt das Sagen und wir brauchen dann vielleicht auch mehr zu essen als ihr oder halt bestimmtes Essen. Und wir schlafen nicht mehr draußen, sondern im Haus. Und so spitzt sich das immer mehr zu. Du kannst dir vorstellen, dass es in dieser Geschichte gar nicht jetzt wirklich um Tiere geht, sondern darum, wie ein gesellschaftliches System funktionieren kann. Und was ich sehr prägend fand, war vor allem der Satz, alle Tiere sind gleich, aber manche sind gleicher. Das haben auch ganz viele unter das Video geschrieben, als ich das Buch das erste Mal gezeigt habe. Und ich kann dir ja mal vorlesen, wie die Gesetze der Tiere sind am Anfang der Geschichte, damit du weißt, wie das ungefähr so abläuft. Das sind die 7 Gebote, die am Anfang festgesetzt werden, ja? Erstens, alles, was auf 2 Beinen geht, ist ein Feind. Zweitens, alles, was auf 4 Beinen geht oder Flügel hat, ist ein Freund. Drittens, kein Tier darf Kleidung tragen. Viertens, kein Tier darf in einem Bett schlafen. Fünftens, kein Tier darf Alkohol trinken. Sechstens, kein Tier darf ein anderes Tier töten. Und siebtens, alle Tiere sind gleich. Ich kann dir sagen, dass diese 7 Gebote noch eine sehr große Rolle in der Geschichte spielen. Und du kannst dir auch vorstellen, wie es ist, dass sich diese Gebote ja immer mal wieder verändern oder ein bisschen Ausnahmen erlauben. Ja? Das ist ein recht dünnes Buch. Du kannst es also relativ schnell lesen. Aber ich kann dir sagen, dass es nichts ist, was einen schnell wieder loslässt. Denn ich denke über diese Geschichte immer noch nach, obwohl ich die inzwischen vor über 2 Wochen zu Ende gelesen habe. Und es juckt mir so richtig in den Fingern, noch mehr Wissen dazu aufzusaugen. Ich habe damit schon begonnen, werde damit noch weitermachen und wenn ich bereit bin, dir eben dazu auch ein Einzelvideo machen. Das ist wirklich ein Klassiker, den ich dir extrem ans Herz legen kann. Es ist eine erschreckende Geschichte, aber keine überraschende Geschichte, sagen wir es so. Und du kannst es eben sehr gut auf Menschen adaptieren. Und kommen wir jetzt noch zu dem Buch, wo ich jetzt gerade bei einem Viertel bin, nämlich Escaping from Houdini von Carrie Maniscalco. Du siehst, dass ich jetzt hier so einen Schutzumschlag hochhalte. Das liegt einfach daran, dass das Buch bei mir im Schlafzimmer liegt, weil ich es noch lese. So sieht es aus, ist auf Englisch. Es kam jetzt schon öfter die Frage, ob es diese Geschichten auch auf Deutsch gibt. Soweit ich weiß, gibt es sie nicht auf Deutsch und ich befürchte auch, dass es sie nicht unbedingt auf Deutsch geben wird. Einfach, weil die Bücher schon ein bisschen älter sind, also jetzt nicht super alt, aber ich schätze mal, wenn es sie auf Deutsch hätte geben sollen, dann würde es sie schon geben. Vielleicht muss man eine Petition starten. Ich liebe die Reihe jedenfalls. Es ist ja jetzt schon der 3. Teil. Und in der Reihe geht es um Audrey Rose. Audrey Rose ist eine junge Frau, die von ihrem Onkel lernt, wie sie mit dem Tod umgeht. Damit meine ich eigentlich, dass sie Leichen seziert, dass sie herausfindet, wie Menschen gestorben sind. Ob es ein natürlicher Tod war, ob es Fremdeinwirkung gab. Und im ersten Teil der Geschichte in Stalking Jack the Ripper ist es so, dass Jack the Ripper in London sein Unwesen treibt und Audrey Rose herausfinden möchte, erstens natürlich, wer es ist und zweitens auch, wie ermordet er eigentlich die Menschen, die ihm zum Opfer fallen. Und zusammen mit Thomas Cresswell lernt sie eben bei ihrem Onkel dieses ganze Handwerk. Sie lernt den menschlichen Körper von oben bis unten und von innen und von außen kennen. Sie ist sehr klug, sie ist sehr wissbegierig und vor allem ist sie extrem tough. Die Geschichte spielt nämlich so 1888, 1889. Und du kannst dir vorstellen, dass es keine Zeit ist, in der Frauen es so einfach haben, sich durchzuboxen. Zumal es eher untypisch ist, dass jemand überhaupt in diesem Beruf arbeitet als Frau. Sie ist immer die Einzige. Da hat sie es also doppelt schwer. Und das ist ja nun eh schon ein schwieriger Job, weil eigentlich viele eher von ihr erwarten, dass sie heiratet und Kinder bekommt. Und Audrey Rose sagt aber, nein, ich will diesen Job machen. Mich interessiert es, mich fasziniert es. Und ich möchte solche Fälle lösen. Ich möchte herausfinden, wer hier rumrennt und Leute ermordet. Und im ersten Teil geht es eben um Jack the Ripper, im zweiten Teil geht es um Dracula und jetzt im dritten Teil geht es um Houdini, diesen Entfesselungskünstler. Wahrscheinlich sagt dir der Name was. Und im dritten Teil ist Audrey Rose auf einem Schiff auf der Etruria und dort ist ein Zirkus, sage ich mal, da, der die unterhält. Ganz viele Artisten, unter anderem eben auch Houdini. Um die anderen Personen mal so ein bisschen außen vor zu lassen, damit ich dich nicht spoiler, lasse ich das, also ich lasse es einfach weg und sage dir einfach nur so die Grundrahmen,
Szene da von diesem Buch. Sie ist eben auf diesem Schiff zusammen mit ihrem Onkel, zusammen mit Thomas Creswell und zusammen mit diesen Artisten und mit anderen Menschen. Und dann gibt es eine Leiche. Und sie wird zusammen mit Thomas und ihrem Onkel natürlich herausfinden, wer war es gewesen? Was ist da alles los? Wie können wir herausfinden, wer es war? Und vor allem, wie können wir verhindern, dass noch mehr Menschen sterben? Sehr spannend, es gefällt mir wieder sehr gut. Ich bin sofort in der Geschichte drin gewesen. Ich bin einfach voll hyped auf diese Reihe. Und ich, ja, würde mir wünschen, dass sie auf Deutsch übersetzt wird, damit alle, die sagen, oh, auf Englisch traue ich mir das vielleicht nicht so zu, die Geschichte auch lesen können, weil es wirklich sich zu einer meiner neuen Lieblingsreihen irgendwie entwickelt und mir echt, echt gut gefällt. Ich werde dir im März dann, wenn ich das zu Ende gelesen habe, natürlich auch noch mehr dazu sagen, also im März-Lesemonat. Und wenn ich die Reihe beendet habe, dann kann ich dazu ja auch mal ein ausführlicheres Video machen. Ja, und das waren tatsächlich die Bücher, die mich im Februar begleitet haben. Du kannst mir jetzt gerne mal sagen, ob du eins oder mehrere der gezeigten Bücher vielleicht selbst schon gelesen hast, wenn ja, wie du sie fandest und was du im Februar gelesen hast. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, hab es fein. Ciao!